In diesem Video möchte ich jetzt das Ganze erweitern. Ich möchte jetzt hergehen und alles, was noch notwendig ist zum Arbeiten für Demo 02 aus dem Demo 01 holen und da reinkopieren. Zum Beispiel brauche ich eben ein anpassbares HTTPS-Portal und ich brauche Portainer. Das kopiere ich mir jetzt mal und gehe, füge es in Demo 02 ein. Dann öffne ich wieder Visual Studio Code, diesmal im übergeordneten Computerordner. Schnappe mir von das Bootstrap und die Anpassung, die ich gemacht habe für die Domäne, brauche ich im HTTPS-Portal. Okay, das wäre jetzt die Domäne und das HTTPS-Portal. Portainer, hier habe ich keine Anpassung gemacht. Damit kann ich ab jetzt vom Demo 02 Ordner aus unabhängig voneinander HTTPS-Portal und Portainer neu starten und anpassen, wenn es dann notwendig ist. Was ich nicht brauche, ist hier drinnen das Apt-Upgrade im Demo 01. Ich brauche es nicht im Demo 02. Warum? Wenn ich schon ein Upgrade mache, dann mache ich das für alle Computer. Deswegen kopiere ich mir Apt-Upgrade oder ich schneide es aus und füge es beim Computer ein. Noch ist dieser Computerordner nicht vorbereitet, kein Problem. Ich hole mir das Inventory und das Ansible CFG, kopieren, einfügen und dieses Inventory nenne ich jetzt All. Und in dieses Inventory kommt jetzt dann auch Demo 02 halva.at 8.5. Das heißt, ich muss auch noch die Ansible CFG anpassen. Das mache ich jetzt wieder im Visual Studio Code. Ich habe jetzt hier eine Ansible CFG und hier heißt das Inventory nicht mehr Inventory, sondern All. Okay, dann schnappe ich mir dieses All, kopieren, einfügen, einfügen. Demo 01 Inventory, F2, Demo 02 Inventory. Okay, dann bearbeite ich die nochmal. Demo 01, hier brauche ich Demo 02 nicht und Demo 01, hier brauche ich Demo 01 nicht. Und All benenne ich um in All Inventory. Und in Ansible sage ich All Inventory. Okay, worauf will ich hinaus? Die Sache ist ganz einfach. Es gibt viele Möglichkeiten mit Ansible zu arbeiten. Ich könnte hergehen und kann ein Inventory machen und in diesem einen Inventory kann ich Gruppen erstellen und so weiter. Also für mich ist es einfacher, wenn ich hergehe und ein Playbook ausführe mit Ansible Playbook, dann den mit Bindestrich I das Inventory angebe. Also standardmäßig ist ja das All Inventory, das brauche ich nicht angeben. Aber wenn ich jetzt von diesem Computer aus, was selten der Fall sein dürfte, nur auf Demo 01 zugreifen möchte, dann gebe ich Demo 01 Inventory an und dann das Skript, das ich ausführen möchte. Zum Beispiel apt upgrade. Dann wird von diesem Computer aus nur alles ausgeführt, was also alle Computer werden verwendet, die in Demo 01 Inventory drinnen stehen. Das ist halt jetzt nur der. Und das Upgrade wird nur für diesen Computer ausgeführt. Ich werde das gleiche jetzt dann nochmal machen, ohne dieses I Demo Inventory 01. Und wie man dann sehen wird, yes,
mach da jetzt dann gleich das Upgrade für alle beide Computer, für Demo 01 und Demo 02. Und das ist das, was ich im Computerordner machen möchte. Ich möchte selten nur Demo 01 oder 02 verwenden von diesem Ordner aus, sondern meistens möchte ich alle Computer von hier aus aktualisieren. Und damit ist dann auch dieser Befehl dafür, Ansible Playbook Apt Upgrade, wenn ich ihn innerhalb vom Computerordner abschicke, automatisch für alle Computer. Und das ist das Ziel von dem Ganzen. Also wie gesagt, ich finde es sehr einfach, Ausnahmen mit Bindestrich i als Parameter anzugeben, aber ansonsten einfach von diesem Ordner aus Ansible Playbook auszuführen. Wenn ich irgendwas machen will in Demo 01, dann mache ich es von hier aus. Möchte ich etwas machen mit Demo 02, mache ich es von hier aus. Aber wie man sieht, habe ich jetzt ein Upgrade-Skript. Und dieses Upgrade-Skript führt standardmäßig, weil es so eingestellt wurde, es an allen Computern aus. Und wenn ich das nicht möchte, könnte ich es mit Demo 01 oder Demo 02 mit diesen Inventories überschreiben. Fertig. Ich muss keine Gruppe angeben, gar nichts. Denn das Angeben einer Gruppe ist etwas mehr Schreibarbeit als das Angeben eines Inventories. Und je kürzer ich den Namen meines Inventories halte, desto schneller kann ich das Ganze auch machen. Also, das habe ich jetzt so angepasst. Ich habe jetzt ein globales Apt-Upgrade-Skript, das für alle Computer gilt. Und wie gesagt, alles, was ich von hier aus ausführe, wird dann für alle erledigt. Jetzt schaue ich mir nochmal Demo 01 an. Jawohl, Demo 02. Hier habe ich jetzt Bootstrap drinnen, was ich eigentlich nie wieder brauche. Aber so als Dokumentation lasse ich es drinnen. Ich habe Zugriff auf HTTPS-Portal und auf Portainer, kann Portainer unabhängig davon wieder neu starten. Und ich habe hier die Boot-Verbindung, die direkt auf Demo 02 zugreift, wie man es sieht, hier Demo 02, und mir das Ganze öffnet. Also das ist jetzt eine gute Ausgangsbasis, mit der ich weiterarbeiten kann. Wie es aussieht, war es das jetzt mit dieser Serie zum Thema Installieren eines Internetservers mit Hilfe von Ansible und Portainer. Ich freue mich schon auf die nächsten Videos. Ich habe hier einige geplant, unter anderem zum Beispiel Installieren von Nextcloud mit Hilfe von Docker. Und es gibt auch noch andere wirklich interessante Videos, die ich geplant habe. Alle aber in Verbindung mit Docker, Docker Compose. Also wie gesagt, ich freue mich schon drauf und falls dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Servus!